Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Banishers Ghosts of New Eden. Jo, in der letzten Folge haben wir das hier erreicht, sind hier an der Stelle angekommen, hier in der Mine von T-Winter, nee, von Trademark, nee, von, wie hieß das hier nochmal? Keine Ahnung. Wie hieß denn das hier nochmal? Weiß ich echt nicht. Sand, nee, Fort Jericho. Jericho, genau. Jerichos Mine, sowas, genau. Nix Sandrino oder sowas. Gut, alles klar, machen wir hier weiter. Ein provisorischer Kontrollposten. Markiert die Mitte. Jo, mit paar Ratten am Start. Jo, hauen wir hier mal alles um. Warum auch immer. Antea, kannst du was hier machen? Nee. Da vorne chillen sie rum. Das müssen wir gleich öffnen, oder was? Das Wesen in den Minen suchen. Ja, das war unser Auftrag immer noch. So, gut, egal. Rennen wir mal weiter. Haben Sie mit einem ganzen Regiment gerechnet? Mehr oder weniger. Wir wussten, dass die Sterbenden nicht kampflos aufgeben würden. Wir mussten sie davon abhalten, den Rest zu infizieren. Reizend. Wer kann es einem Mann verdenken, lebend nach Hause zurückkehren zu wollen? Ja gut, also die Gesamtstory ist hier, Albtraum nähert sich aus den verschiedenen toten Gebieten, wie auch immer, aus den verschiedenen Gebieten mit den verschiedenen Toten und so, ne? Und wurde halt immer mächtiger. So, das hier mache ich mal weg. Könnte wichtig gewesen sein. Er hatte entschieden, dass wir es nicht wert waren. Soll er in der Hölle dafür schmoren? Grund genug für einen Schemen, um wütend zu sein. Weiter. Die Quartiere sind dort vorne, falls ihr drauf besteht. So, und hier vorne ist dann wahrscheinlich Kampfraum, ne? Nehme ich an. Dort kommen wir jetzt ja zum Geist, ne? Oder zu dem Wesen da in der Mitte, zu dem Kleinen, dem da. Da kommen noch mehr! So, da stehen sie alle auf. Wunderschön. Und da hauen wir sie doch alle weg und kloppen rein mit der doch so schwachen Antea. Wahnsinn. So, die hier jetzt einen festnagelt und dann wegbollert. Mit immer stärkeren, schnellen Angriffen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann darf Red nochmal reinbollern. Hier, bedien dich! So, sehr gut. So, da ist nichts zu machen. Anvisieren. Wir können ja mal ballern. Genau den da. Wunderschön. Ist schon geil. Und dann banishen. Das war's. Hinten links gab es auch noch was zu holen. Habe ich schon gecheckt. Hier geht es dann irgendwie nochmal raus oder sowas. So, wo sollen wir denn hin? Hauptquestmäßig. Hier vorne sollen wir hin. Und hier hinten ist das Fragezeichen noch. Es gibt auch unterirdische Fragezeichen, habe ich dann jetzt auch mal gecheckt auf der Karte. Habe ich nie so drauf geachtet. Jetzt hier sowas zum Beispiel, der Pfeil nach unten. Unterirdischer Ort. Ja, manchmal scheint das so zu sein, nicht immer, keine Ahnung, wie auch immer. So, hier gibt es noch ein bisschen was zu sehen. Sollten wir einen Moment Ruhe benötigen. Ja, sehr wichtig, dass wir uns hierhin wieder porten können und noch gewisse Sachen abkassieren können. Kann ich irgendwas upgraden? Keine Ahnung. Ja, komm, wir gucken mal. Inventar, da geht was. Upgrade verfügbar 1. Wahrscheinlich irgendwo, wo ich es nicht dringend wollte. Amulett. Ne, doch, das können wir machen. Je niedriger die Geisteranzeige, desto höher ist der von Red und Antea verursachte Schaden. Jo, ist, denke ich mal, absolut sinnvoll, das Ding aufzuwerten. Was hat denn da gefehlt? Also, ich glaube, die, Dolton Winterlieb hat, glaube ich, gefehlt, ne? Machen wir mal. Geht da auch schon was? Da geht auch schon was. Wunderbar. Stufe 7. Ein Relikt. Wie auch immer. Alles klärchen. Traumhaft. Nochmal sind wir wesentlich stärker geworden. Das hilft schon massiv. Auch für weitere Projekte hier im Game. Oh, Schwarzschaft, ein neues Gewehr, Stufe 3. Was kann das Ding? Körpertreffer mit dem Gewehr verursachen 100% mehr Schaden. Naja, oder? Finde ich jetzt... Also hier haben wir einfach Gewehre verursachen 100% mehr Schaden an verwundeten
Gegnern und wir haben mehr Statuswerte drauf. Ob ich jetzt auf die Statuswerte spiele, ja oder nein, ist ja jetzt mal egal, hier mit Willenskraft und so weiter. Aber hier haben wir halt nur Stärke und Vitalität, weniger Schaden, was eventuell noch gleich werden könnte. Körpertreffer mit dem Gewehr verursachen 100% mehr Schaden. Also nur gewisse Treffer, also keine Kopftreffer oder ähnliches oder Schwachpunkttreffer, was vielleicht dann trotzdem noch ein Körpertreffer ist. Keine Ahnung, ich finde das hier besser. Ab dem ersten Schuss habe ich bei einem anderen definitiv mehr Damage. Niemand darf sich den Eingängen nähern, wenn er nicht harsch bestraft werden möchte. Harsche Regeln, Sebastian. Habt ihr sie aufgestellt? Ich bedauere die Notwendigkeit. Ihr sagtet, ihr seid unbeteiligt gewesen und habt doch Berichte an Pennington verfasst? Ich hatte gehofft, er würde etwas unternehmen, wenn er wüsste, was hier vor sich ging. Nicht lieb, nicht lieb. Ist das so dunkel hier? Konnte ich irgendwie hell machen im Spiel? Nee, ne? So. Oder konnte ich irgendwie für Helligkeit sorgen, um bei richtigem Deutsch zu bleiben? Konnte ich irgendwie für Licht sorgen? Wir spielen Spiele, während wir auf den Tod warten. Geiles Metabild, oder? Wir spielen Spiele, bis wir auf den Tod warten. Jo. Wir spielen zum Beispiel Banishers Ghosts of New Eden. Ein richtig cooles Game, während wir auf den Tod warten. Ne? Alles klar, wissen wir Bescheid. So, die Dinger hier haben wir gelesen. Und dann geht's raus, rein, wo auch immer. Da vorne weiter halt. Wie gesagt, sind nochmal deutlich stärker geworden, haben mehr Equip gefunden. Das ist alles schon mal nice. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Karte. Wie gesagt, viele Nebenquests sind noch zu machen. Etliche Fragezeichen sind noch zu suchen, wie auch immer. Achso, nee, der Pfeil nach unten bedeutet gar nicht unterirdischer Ort, sondern nur hier, wenn man drauf geht, dann ist es unterirdischer Ort. Das Ding ist draußen, stimmt, das war die Kiste draußen in dem Lagerraum, ne? Gut, geil. Wir sind am Start. Wesen, Baum, Ding, Fels, eingestürzt? Nee, nix, alles klar. Ich dachte jetzt, das Ding bewegt sich gleich oder so. Du, bewegst du dich gleich? Gab es eine Meuterei? Ja. Aber nicht erfolgreich. Warum habt ihr das bislang nicht erwähnt? Meine aufrichtige Entschuldigung. Die Erinnerung daran muss zu schmerzhaft gewesen sein. Ja, ja. Wir kriegen nur Details ausgeplaudert. Das ist ja wie in der deutschen Politik hier. Ist ja Wahnsinn. Oh. Was ist das? Das ist auf jeden Fall kein gewöhnlicher Schemen. Vielleicht hat unser Schmerz, als wir nach Freiheit schrien, dazu geführt, dass wir an diesen Ort gekettet sind. Noch wichtiger, wie brechen wir diese Ketten? Ich sehe ein schwaches Glied. Tja. Und die schwachen Glieder sind immer die Schwachpunkte. So ist es, dann baller mal drauf. So, wo ist das schwache Glied? Ich sehe eine Schwachstelle. Komm, ich zeig sie dir. Ja, wo denn? Ah, das da. Und jetzt? So leicht wie von einem Baumstamm zu fallen, nachdem man von einem irrwischen Ackerschuss erschreckt wurde. Das lässt du mich nie vergessen, was? Was immer sich hier unten rumtreibt, war nicht erfreut darüber. Nee. Auf geht's in den Kampf. Achso, was für ein Level habe ich denn eigentlich mittlerweile? Und jetzt mal ganz im Ernst, habt ihr beim Spielen drauf geachtet, wie euer Level ist? Ja, da hinten, der will Besitz ergreifen, kann er machen. Ja, hat er schon gemacht, bitter. Habt ihr da drauf geachtet? Was für ein Level habe ich? Ohne Scheiß, ich weiß es nicht. 17, 18, 19? 19, oder? Könnte sein. 18. Also bin ich ja praktisch underleveled die ganze Zeit. Das geht dann ja wahrscheinlich mehreren so, weil ich ja eigentlich viel gelevelt habe. Gut, ich habe wenig Nebenquests gemacht, das kann sein. Diese Spukermittlungen bis jetzt relativ wenig. Vielleicht hätte ich da noch viel abkassieren können. Das ist gut möglich. Boah, Alter, was für ein Damage. Und den hätte ich jetzt steigern können, wenn ich die Geisterpunkte dafür noch opfere, ne? So, machen wir den da. Fangen den ein und verkloppen. Genau, für die Gierschlund ist das natürlich auch mega geil. Also für die ganzen, nicht nur Gierschlünde, sondern die Alpha-Verteidigungserhöhungsdinger. Sind das die Gierschlünde? Level 22 ist der jetzt hier. Also ich bin eigentlich 3 Level drunter oder sowas, ne? Aber ich gehe ab ohne Ende.
Hab schon super viele Statistikwerte hochgelevelt und es macht einfach Spaß. Es ist nicht wirklich herausfordernd, aber es macht Spaß. Red. Gut. Sieh dir das an. Nächster Schwachpunkt oder was geht ab? Kann ich das Ding da verschieben? Jo. Die Frage ist, wohin? Bisschen hoch hier oder so? Oh, da kann ich es drehen, oder was? Kann ich das? Ah, genau, dann hier. Alter, bin ich schlau. Schlau, oder? Wahnsinn. Und da vorne geht nichts. Noch nicht. Und da könnte ich hier hochfahren. Okay, alles klar. Wissen wir schon mal Bescheid. Red, sieh dir das an. Ja, mach ich ja. Was bedeutet das Symbol? Ich habe es in Büchern gesehen. Nekromantie. Tote erwecken, Kontrolle über Geister, solche Sachen. Weißt du von einem Geist, der die Toten wiederbeleben und sie kontrollieren kann? Ich dachte, das seien Mythen. Vielleicht lag ich falsch, aber wir werden unsere Arbeit verrichten. Na los, sprengen wir diese Ketten. Gerne doch. Anthea sieht das immer, oder was? Oder ist das nur storyrelevant, wann sie was sieht? Auf jeden Fall haben wir es hier genau richtig gesprengt. Es geht hier weiter. Wunderbar. Da unten könnte jetzt auch noch was für uns sein, was uns weiterhilft. So, da können wir hoch gleich. Machen wir gleich. Und was ist hier unten? Achso, das ist wieder das Symbol. Anweisung zur Entsorgung der Toten. Der Leichnam muss schnellstens in ein Tuch eingewickelt werden, sodass keine Haut mehr sichtbar ist. Mund und Nase müssen bedeckt werden, um keine giftigen Gase einzuatmen. Der Leichnam wird am Ende der Höhle begraben und das Grab wird mit Steinen bedeckt, sodass keine Gase austreten können und der Gestank sich nicht ausbreitet und das auch nicht wie ein Gedicht klingt. Oder so. So. Mit meinem fast schon gesanghaften Vortrag. Wahnsinn. Oh, hängt nicht. Also geht es hier direkt weiter? Ah, es geht doch nicht direkt weiter. Also wahrscheinlich hier oben, ne? Würde ich jetzt mal tippen. Geht es nur? Schauen wir mal. Ich habe es auch gespürt. Oder war das nur Secret hier, das? Ah, das ist der Mechanismus. Okay. Na, schön. Gut. Da haben wir es ja beide gespürt, dann läuft's, ja. So, Leute, in die nächsten Kämpfe. Ich muss noch leveln. Ich wusste es schon immer, ich bin eigentlich underleveled. Ich hätte viel mehr dieser Kämpfe machen müssen. Dieser Endlos-Dungeon-Dinger da. Die Kettenzerbrechen 1 von 4 haben wir noch gemacht. Da muss ich echt mal drauf achten, da oben immer zu lesen, jetzt so im Endgame, ne? Jetzt, wo wir fast durch sind, kann ich ja mal lesen. Hier können wir nochmal drehen. Würde mehr Sinn machen, wenn die Mine auch tatsächlich oder die Lore auch wirklich draufgefahren ist, um dann hier hochzuklettern. Alles klaro. Die Frage ist, was geht hier noch ab? Pilze gehen hier ab. Was hatten wir auf der Weltkarte? 41% oder so. Holla, die Waldfee, ey. Ist echt noch einiges. Und da können wir irgendwann nochmal hochfahren. Die Lore zurückholen halt praktisch, ne? So, da geht jetzt nichts, ne? Ne. Gut, alles klar. Wir müssen nochmal drehen. Ah, da vorne könnte ich auch hoch. Sollte ich wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich das, wo ich wirklich hin soll. Nehme ich mal an. Und hinten, das ist wahrscheinlich Secret, ne? Da vorne geht es wahrscheinlich weiter. Ist das so? Ja, da oben geht es durch oder sowas. Gut, gehen wir mal zurück. Ach, die Minen, wie ich sie liebe. Generell in dem Game. Egal wo. Minen nerven. So, können wir hier vielleicht was zerschießen oder so, weil wir jetzt den Durchblick haben. Anthea, Durchblick.
Was mache ich? Ah, hier kann ich weiter hoch. Und eine Geldbörse aufsammeln. Es ist so geil. Magnetit, Geldbörse, bla, Dingens. Das war's hier, oder was? Gut, das war jetzt nicht so krass. Gut, Magnetit ist wichtig, aber den ganzen Farmkrempel kann man so oder so nochmal mitnehmen. Hat da nicht gerade was geblinkt? Du, hast du geblinkt? Nachricht. Pennington gefangen im Berg. Alles wäre in Ordnung? Ist das euer Ernst? Er hat gelogen. Er hat sie alle manipuliert. Diesem Mann muss Gerechtigkeit widerfahren. Wir brauchen Beweise. Was wollt ihr denn noch? Der Captain muss bezahlen. Ja, bleibt man unterwegs, das regeln wir schon noch. Wir müssen eh alles banishen, was sich bewegt. Von der Warte her, da können wir wieder shortcutten. Das heißt, ich muss die Lore nicht ständig hin und her bewegen. Das ist schon mal gut. Das machen wir als allererstes mal. Und kloppen mal irgendwelche Fässer und Vasen kaputt, wenn es denn geht. Oder ginge. Wie auch immer. Shortcut, yay! So, und weiter hier. Aber das Game macht echt richtig Bock, das muss ich schon sagen. Ist schon richtig geil. So, hier weiter. Wir müssen Ketten zerballern. Oh oh. Was ist mit dem da hinten? Da können wir nochmal so eine Spukermittlung machen. Schwachstellen der Ketten. Hätte ich woanders weitermachen müssen vorerst? Geht's hier unten zu einer Schwachstelle oder so? Sehe ich eine? Oh, das ist ja mega nervig. Oh nee, was ist denn das? Ernsthaft, bin ich jetzt falsch gerannt? Ah, nee, ich kann hier was wegballern. Noch schöner. Das ist gut. Ah, Gott sei Dank, ey. Das wäre es jetzt gewesen. Da hätte ich jetzt echt doof geguckt. Gut, ich hätte mich vorne rechts noch orientieren können. Da habe ich noch relativ wenig geschaut, aber ja. Eines Geistes befinden sich an diesem. Legt eure Waffe nieder, Bergarbeiter, und geht zur Seite. Ich sage es nicht zweimal. Hört mich an! Ich bin nicht euer Feind! Befolgt den Befehl! Weg mit der Spitzhacke! Deine Uniform wird dir nichts nützen, Jungchen. Dein verdammter Offizier wird uns alle hier begraben! Uns alle! Er wird uns alle begraben. Mit er ist Pennington gemeint, oder? Wer sonst? Echt schlau, Antea. So. Kann ich hier irgendein so ein leeren Gefäß abballern oder sowas? Nö, ne? Da liegt noch was rum. Noch mehr Magnetit. Also wenn ich spätestens im Endgame, ne Kupfer, wenn ich spätestens im Endgame da rumrenne und noch Sachen abfarme oder sowas oder Sachen finden will. Komm, was ist? Och nee, Alter. Echt jetzt? Also spätestens dann finde ich ja genügend Magnetit und so weiter. Hier ist nochmal so ein Lore-Wendeplatz. Und da geht jetzt gar nichts, oder was? Ernsthaft? Spiel. Och nee, ärger mich einfach nicht. War's doch ganz hinten, oder was? Hinten rechts irgendwas. Fakometer. Nein. Yay, ich bin schlau. Nein, ich bin nicht schlau. Klettert da hoch. Red. Achso, Lore. Wo krieg ich eine Lore her? Lore, 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 Lore. Lore, Lore, Lore. Das ist weit zurückgehend. Lore, 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 Lore. Ah. Ganz vergessen. Ah. Alles klar. Hab ich echt schon komplett verdrängt. So, dann können wir uns so. Ach ja, logisch. So. Hab ich echt schon ganz vergessen. Das kommt von dem vielen dummen Gelaber hier. Dann gehen wir hier hin, drehen, fahren das Ding da hinten hin, gehen dann das Seilchen hoch, dann kann ich die Lore hochziehen und dann können wir die ewig weit schieben und dann kann ich mich dort hochziehen und kann hoffentlich die nächsten Ketten zerstören. Und jede Kette, die zerstört ist, ist mega nice, weil wir endlich dann hier so ein bisschen mehr open-worldig das Ganze bekommen und dadurch natürlich... Oh, da hängt noch jemand. Hallo? Hallo? Ne, da hängt jemand. Guten Tag. Ich habe sie gar nicht... Ich habe sie gar nicht gesehen. Sorry. Sie mit ihrem Geld und ihrem Fell.
So, da gehe ich mir gleich mal einen Kaffee machen und dann kann es hier weitergehen in der nächsten Folge und so, ne? So, aber bis dahin werden wir noch ein bisschen loren, ziehen, hochfahren und so weiter. Hoffentlich klemmt das jetzt nicht, ne? So, und dann können wir hier ziehen, ziehen, ziehen. Nein, zieh! So, das machen wir aber jetzt nicht rückwärts 8 Stunden lang, sondern hier. Gib Gas, Red Matt McRave oder wie auch immer. McRave, woo! Oh. Was haben wir denn da noch Schönes? Fast übersehen. Kleinkram und Kleinkram. Ja, gut. Alles Upgrade-Zeugs. Kann schon helfen. Story-Gelaber incoming? Ne? Machen sie eigentlich oft in dem Spiel so, wenn gerade nichts abgeht, dass dann ein bisschen Story-Gelaber kommt? Das war knapp. Was? Oh. Das? Jo, war knapp. Ah, cool, dass einem das Spiel jetzt sagt, hey, hier nicht mehr zurück und so. Müssen wir wahrscheinlich dann drüber springen nochmal oder so. Dass das Gebiet, das ich absuchen muss, künstlich kleiner gehalten wird, ist manchmal gar nicht so schlecht, muss man sagen. Weil dadurch man nicht alle Gebiete tausendmal absucht und so. Gegner? Was? They will come. Der Tag will kommen, nicht sie. Alles klar. Voll schlau, oder? Voll Englisch gut. Ich abgehe. Jo, lass ihn machen. Den da machen wir gerade weg. Und der hier wird gerade direkt gebanished. Hier. Fast. Schade. Da ist das Spiel gerade gar nicht damit klargekommen, dass ich da direkt banishen wollte. Es ist nicht der Rede wert. Nur, naja, sie waren wütend. Und das aus gutem Grund. Ein Rebellenlager. Wenn sie mir Essen bringen, ist Wachwechsel. Die Alten hauen ab, während die Neuen noch mit dem Essen beschäftigt sind. Wenn sie alle Hände voll haben, überwältigen wir sie. Tagebuch, Tagebuch, vielleicht reagieren sie drauf. Nee. Gut. Und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ah, das ist der, der Weg, wo wir herkamen, ne? Kann ich aber jetzt nichts damit anfangen. Ich kann da auch nicht zurückspringen oder sowas. Jo, und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter, schauen uns hier im Rebellenlager noch um und gucken mal, was abgeht. Und werden natürlich weiter die Ketten brechen. Day will come, alles klar. Ich sage welcome, bis zum nächsten Mal, ciao.